Herzlich willkommen zu Daten statt Worte, das Datenforum der deutschen Wirtschaft. Das ist die Ära der Firmen, die einen Mitarbeiter haben und 1 Milliarde Umsatz machen. Technologie skaliert gut und wenn man gutes Know-how hat und das in Daten packen kann und digitale Geschäftsmodelle, dann kann man auch als kleiner Betrieb sehr viel Impact da draußen haben. Es passiert einiges, aber wir müssen die Bremsen lösen. Dann werden wir, glaube ich, im Wettbewerb international auch noch mehr leisten können. Und deswegen ist es schön, dass hier in der DIHK heute der erste deutsche Datentag ist. Gerade auch um gegen die großen Tech-Giganten bestehen zu können, müssen sich Unternehmen zusammenschließen und müssen sie kooperieren und gemeinsam überlegen, wie sie ihre Ressourcen bestmöglich nutzen können. Und da spielen Daten eine ganz zentrale Rolle. Es darf nicht sein, dass einige wichtige Unternehmen aus dem Ausland ein Monopol über Daten haben, die in Europa gesammelt werden und die in Europa stehen. Das mit dem Data Act haben wir dafür gesorgt, dass die Frage von Datenzugang liberalisiert wird. Das ist wichtig für europäische Unternehmen, das ist wichtig für deutsche Unternehmen und das ist gut, dass wir das gemacht haben. Bei uns im Bereich Touristik ist es für uns umso wichtiger, natürlich auch bei dem Thema up to date zu bleiben und zu schauen, wie können wir diese Technologie für uns nutzen, für den Gast nutzen, damit das Gästeerlebnis verbessert wird. Gemeinsam zu überlegen, was zu tun ist, von Politik, Wirtschaft und den Unternehmen dann auch selbst ganz konkret, das ist ein guter Anlass, heute hier zusammenzukommen und schlauen Menschen zuzuhören und gute Ideen selber zu entwickeln. Wenn wir nachhaltiger werden möchten, dann müssen wir in ein kreislauffähigeres System kommen. Und um dann festzustellen, welche Materialien sind wo im Einsatz, um die Möglichkeit zu haben, auch Sekundärmaterialien zu nutzen, brauchen wir irgendwelche Tracker an den Materialien, sodass wir die auch wieder zurückführen können in den Kreislauf. Und diese Tracker können wir nur über Daten ja auch dann steuern und sammeln. Wenn heute so wie hier so ein Digitaltag stattfindet, hat es nochmal eine andere Dimension. Es gibt viel mehr Impulse als sonst in kleineren Runden. Und somit unterstreiche ich das auch mal und stütze das auch immer wieder, solche Veranstaltungen fortzuführen. Wir sollten dann doch so mutig sein, unser Schicksal zu formen. Wir können jetzt nicht auf eine Datenökonomie meinetwegen verzichten, weil wir Angst haben, was aus KI wird. Das können wir so nicht machen. Die Wirtschaft muss sich auf Standards einigen. Wir kommen ohne Standards, ohne Interoperabilität beim Datenteil nicht voran. Der Datenschutz ist da der Letzte, der im Wege steht. Die Veranstaltung bisher hat geholfen, auch ein neues Narrativ zu entwickeln. Wir müssen auch positiver über Daten reden, positiver über Daten teilen, über Daten sammeln, über Daten verwerten. Das wird die Grundlage dessen sein, wie wir in Zukunft zusammenleben. Die Chancen, die wir haben, die hatten wir heute sehr schön dargestellt bekommen. Und ich freue mich darauf, jetzt die nächsten Schritte in meiner Organisation, aber auch mit anderen zusammenzutun. Ich war im ersten Forum, wo es um Datentreuhänderschaft ging. Und auch bei diesem Thema hat sich gezeigt, dass gerade auch im Auditorium viele waren, die das Thema unmittelbar betraf, die da auch schon einiges machen wollen und machen. Und zusammen mit dem Podium im Grunde auch wieder das Thema noch ein Stück weitergetragen haben und Stränge zusammengebunden haben. Das war sehr faszinierend mit anzusehen. Es hat mich heute sehr gefreut, dass es so einen anregenden Austausch gab, sowohl in der Podiumsdiskussion als auch in den Breakout-Sessions und dass so viele Themen tatsächlich angesprochen wurden heute. Ich glaube, dass hier heute die richtigen Leute da waren, um das Bewusstsein zu schärfen, dass es ein Anliegen gibt, hier auch mit Daten in Deutschland arbeiten zu können. Daten für die Industrie, für die Unternehmen nutzbar zu machen, aber natürlich auch die Unternehmen anzuregen, selbst darüber nachzudenken, wie sie sich auf den Weg machen können und vielleicht auch eigene Dinge auf den Weg bringen. Die Gespräche und die Rückmeldung zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass es richtig ist, dass wir diese Veranstaltung jetzt jährlich durchführen wollen als das Datenforum der deutschen Wirtschaft, der zentrale Netzwerkpunkt und das große Netzwerkevent für alle, die sich rund um das Thema Datenökonomie engagieren.